Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dustin Elysian Tale. Und ja, wir haben eigentlich nur noch drei Orte, wo wir die Schätze vervollständigen müssen und zwei Geheimnisse, warum da die Schätze nicht vollständig sind und warum da Karte und Schätze nicht vollständig sind. Gut, Dorf Aurora werde ich mir auch nochmal angucken. Ich weiß nämlich nicht, ob diese restlichen Prozente davon abhängig sind, wegen dieser CCCCC-Kombo, die ich nicht machen werde. Aber es kann ja sein, dass da noch irgendwas anderes ist, was sich dann durch Doppelsprung zum Beispiel zeigen würde. Da will ich auf jeden Fall nochmal kurz rein. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Sorgenwiese. Das war ja groß genug. Und ich frage mich, wo ich da angeblich keine Karte... Ach da, da habe ich die Karte nicht komplett aufgedeckt. Ah, okay, gut. Ja, dann das ist schon mal geklärt. Okay, hier gibt es auch noch einen Schatz. Fragt sich nur, wo der ist. Okay, hier geht das zurück. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Wo ist dieser blöde Schatz? Könnte ich auch eine Abkürzung machen, will ich aber gerade gar nicht. Nee, das ist ein Wasserfall, okay. Oh! Lol, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Immer wenn ich es schaffe, den Friedhof auf der Sorgenwiese zu besuchen, knie ich an ihrem rosenübersäten Grab nieder. Eines Tages wird meine Hingabe erkannt werden. Ah, das ist dieser Hinweis dafür, dass man an der Stelle einen Freund bekommt. Das habe ich ja schon gemacht, weil ich den Tipp ja schon von Dominik bekommen hatte. Gut, da ist ja kein Problem mehr. Och, jetzt komm. Nerv mich nicht. Hä? Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Ich habe keine Ahnung wo. Yay. Oder war das... War der Zettel als der Schatz gemeint? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Jetzt sagt Fidget nämlich zum Beispiel gar nichts mehr. Dann war der Zettel wahrscheinlich der Schatz. Okay, hier gibt es einen Schatz... Und die Möglichkeit, die Karte endlich auf 100% zu machen. Fragt sich nur, wo mal wieder, ne? So meine Lieblingsfrage. Wo könnte das denn hier sein? Aber jetzt nicht schon hier irgendwo. Dass ich wieder so über das Wirbeln bekommen könnte. Okay, da geht auf jeden Fall schon mal was runter, beziehungsweise... Ah, ah, warte. Oh, oh, ja, oder so. Ah, ich brauche ein paar von denen. Das sind wahrscheinlich zu viele, aber egal. Weil durch die Teleportationssteine kann ich halt von jedem beliebigen Speicherpunkt aus zurück auf die Weltkarte mich teleportieren lassen. Was sonst halt nicht möglich wäre. Da kann ich nach oben... Ah! Da ist das. Da ist der Schatz. Wie komme ich da hin? Da muss ich mal gucken, wie ich dorthin komme. Aber ich will auch noch mal ganz kurz nach ganz oben... Aber wenn ich schon mal gerade hier bin, dann kann ich auch mal ganz kurz... Ah, Abstecher nach oben machen, weil hier ist auch noch ein Schatz. Okay. Da aber scheinbar noch nicht. Oh Gott, einfach weiterlatschen. Das ist so simpel, aber mich hat das jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal oder so reingelegt. Ich denke mal, in den Häusern selber wird nichts drin sein. Denke ich mal.
deswegen einfach wieder runter. Und versuchen, das andere, die anderen Schätze da zu kriegen. Okay, wie ist das gemacht worden? Nein, nein, nein! Es könnte aber so klappen. Ich müsste nur die richtige... Mist. An dem Stein hängen geblieben. Es könnte wirklich so klappen. Nein? Ah, verdammt. Mann. Das ist Koordinieren, was ich nicht so super kann. Ah! Halt dich doch fest, du Sau. Ah, verdammt. Oh, hier ist ja auch noch ein Schatz. Was? Warum habe ich den nie geöffnet? Oder habe ich den geöffnet und bin dann irgendwie gestorben oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nie geöffnet hätte. Verdammt. Wollte sich nicht festhalten. Blöder Dust. Jetzt. Jetzt. Okay, das habe ich schon mal. Oh, fuck. Ist ja nicht so, als ob nicht die Stelle hier schon fies und gemein wäre. Warum kann er nicht mehr als nur einmal Doppelsprung machen? Verdammt. Ja, das kriege ich langsam hin. Okay. Nein, verdammt. Das, warum? Okay, okay. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich hab's hingekriegt. Und Dornen. Yay. Nicht zu weit. Warum ist hier keine Musik? Ist echt absolut keine Musik und das macht mich kirre. Wow. Gut, dass die mir jetzt nicht so viel abziehen. Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Ich nehme an, das ist wieder für einen Freund. Okay, hier gibt es einen Schatz. Und ich höre ihn auch schon. Das Rasseln. Okay, jetzt haben wir einen neuen Freund. Ah, okay. Wir hatten die weibliche Version, jetzt haben wir die männliche Version davon. Und hier kommen wir jetzt zurück. An die Stelle hier. Aber hier ist ja jetzt nichts mehr, ne? Und hier sagt jetzt Fidget wäre auch nichts. Das ist aber auch irgendwie komisch. Wow! Ja, Fidget, hier ist gar nichts. Überhaupt nichts. Habe ich jetzt zufälligerweise alles? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch nicht alle Schätze. Aber sonst war jetzt hier beim Runterfallen nichts mehr, ne? Ne, außer dieser kleine... Dieses kleine Manöverchen. Nö! Und dann denke ich, habe ich das hier. Hä? Ich habe keinen Schaden gekriegt. Schön. Genau, in den nächsten Dorn rein.
So hab ich das gern. Ich teste es jetzt nochmal, ob hier noch was ist. Nö, wird mir nichts angezeigt. Okay. Aber dafür habe ich jetzt die Karte auf 100%, ne? Ja, die Karte ist jetzt schon mal auf 100% und ich war hier drinne und das ist ja auch irrelevant. Gut, dann geht's wieder zurück an die Stelle. Dann gehe ich mal nach unten und so weiter und so fort, ne? Okay, hier geht's wieder ein Schatz. Da bin ich ja ganz froh, dass ich hier unten lang gelaufen bin. Fragt sich nur, wo der ist. Mal gucken. Vielleicht zeigt er sich ja sogar bald. Okay, da geht's nach oben. Ach so. Okay, hier konnte ich noch nicht klettern oder was? Ich habe das einfach vollkommen vergessen, dass hier was ist. Okay, es sind 89% der Schätze. Dann gucke ich mal weiter. Okay, hier gibt es einen Schatz. Wo ist dieser Schatz? Hallo? Schatz? Oh, hier. Ja, den habe ich aber mal eingesammelt, das weiß ich. Den habe ich definitiv mal eingesammelt. Da bin ich irgendwie dann gestorben, glaube ich. Okay, hier gibt es natürlich noch einen Schatz. Gucken, wo der ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals... okay. Okay, ja, ich habe gefunden. Haben wir vielleicht sogar 100%? Nein, es fehlt noch was. Es fehlen noch 4%. Ja. Und hier ist direkt der nächste und wahrscheinlich auch letzte Schatz, wie ich vermute. Nein. Wow, ich wusste es, ich wusste es. Dass mir das zum Verhängnis wird. Okay, hier ist jetzt nichts, hier ist auch nichts. Na komm, zeig dich, Schatz, zeig dich. Zeige dich, zeige dich. Los! Ich will diesen Schatz. Bestimmt auch nur durch so ein Wirbeldings hochspringen oder sowas. Nein! Ah! Hier wollte ich doch... Na, hier wollte ich überhaupt nicht hin, aber dann kann ich mal speichern. Ich will hier hin. Weil hier irgendwo... Ah, da ist er. Okay, und jetzt 100%, komm. Seriously? 2% fehlen noch? Naja, jedenfalls nicht hier. Und somit habe ich dann noch keine Ahnung, wo noch. Habe ich eigentlich, Notiz des Dieners 1, 2, 3, 4... Okay, ja gut, habe ich. Okay, nö. Keine Ahnung, wo jetzt noch die anderen 2% sein könnten. Wirklich keine Ahnung, weil ich nicht weiß, ob Fidget wieder rumbuggt. Wahrscheinlich buggt wieder Fidget rum, aber ja. Ich habe jetzt gerade keinen blassen Dunst, wo der sein könnte. Und dann sehen wir uns jedenfalls bei einer neuen Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.